Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4. Ich hatte ja jetzt erstmal ein paar Parts von Silent Hill 3 aufgenommen, weil ich das ein bisschen vernachlässigt hatte, aber ich habe irgendwie gemerkt, also es gucken gar nicht so viele Silent Hill 3. Nicht mehr. Ich glaube, es waren mal mehr. Aber naja. Deswegen mache ich hier gleich mal zu Beginn des Videos eine ganz wichtige Ankündigung für euch, und zwar: Ich weiß nicht, wann ich wieder was hochladen kann oder auch diesen Part hier hochladen werde. Zur Info, heute ist der 5.8. Und, vor kurzem ist mir mein Laptop durchgebrannt. Also die Hitze war nicht nett zu mir. Auf einmal ist der ganze Bildschirm so komisch grün, pixelig geworden und es ging gar nichts mehr und er hat gepiept und alles. Und es ist ja scheiße dunkel. Und ja. Deswegen, das ist natürlich nicht so toll gewesen, ne? Aber naja. Ich hoffe, bei meinem Freund was hochladen zu können. Versprechen kann ich aber nichts. Und das Medipack da kann ich nicht nehmen, oder? Nee, das war eine Falle. Das war eine Falle. Das war eine Falle. Obwohl, ach, ich habe ja gespeichert. Wisst ihr was? Ich gehe mal kurz, ganz kurz näher. Aber ich glaube, ich sterbe auch nicht sofort, oder? Nee, seht ihr genau. Jetzt kommt das Feuer und alles okay. Genau, das Medipack sollte man also nicht nehmen. Darauf sollte man, wenn es geht, verzichten. Denn sonst, ja. Ne? Hier ist übrigens nur ein Secret an der Seite. Hier. Also man könnte auch direkt runter ins Wasser springen, aber kommt schon, Leute. Wir als geile Grabräuber-Fans und alles Mögliche, wir müssen doch alles abklappern, oder? Hier ist nichts. Alles klar, dann springen wir mal darüber zur Treppe. Also wie gesagt, Leute, es wird schwierig. Mein Laptop ist im Moment bei einem Kumpel. Ach, hier kann ich hangeln, okay. Und der hat den Laptop erstmal mitgenommen. In der Hoffnung noch, irgendwas vielleicht retten zu können oder sowas. Aber höchstwahrscheinlich werde ich mir einen ganz neuen Laptop holen müssen. Oh, Entschuldigung, das war gerade mit. Ich war gerade mit meinem Finger am Headset. Geht's vielleicht zur anderen Seite weiter? Nee, anscheinend nicht. Ach, dann scheiße ich jetzt auf das Secret, wisst ihr das? Mann! Seid ja scheiße. Und hallo Lara, tauch mal hier richtig ab, ey. So, du tauchst jetzt da durch. Ganz genau da durch. Die macht es ja aber auch gerade schwer, ne? Die will mir das immer unnötig schwer machen. Liegt hier was im Wasser? Ich glaube nicht. Oder? Nö, ich glaube nicht. Wenn doch, dann scheiß drauf. Wir haben eh genug Zeug. Ich meine, gerade Fackeln kann man hier nicht genügend haben. Und ich will jetzt auch selten eine anzünden, weil es kommt noch wirklich eine Stelle, wo ich sehr viele brauchen werde. Mindestens, ja, ich würde mal so schätzungsweise sagen, 20? Ne, okay, 20 wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen weniger. Ja, wir haben noch 67. Ich mache mir wieder mal Sorgen wegen nix. Nein, du solltest nicht so springen. Ich wollte da vorne hin. Dankeschön. Aber es ist echt scheiße und ich weiß nicht, wie viele wir noch finden, etc., etc. Und dann mache ich mir halt Sorgen. Und wo müssen wir denn hin, ey? Ich glaube, da vorne hin, oder? Obwohl, da waren wir doch gerade eben erst. Ja, da waren wir doch gerade erst. Wieso? Oder müssen wir uns das Secret holen? Ist das nicht nur ein Secret? Ist das... Ey, kein Plan oder so? Ach,
Ich habe keinen Plan. Also. Und ich habe hier. Hier soll irgendwo Munition liegen. Aber wisst ihr was? Die ist mir jetzt gerade scheißegal. Und jetzt wisst ihr, dass ich gerade hier mit Lösungsbuch sitze, verdammt. Hier soll Munition liegen. Ich habe gerade nachgeguckt. Ach, scheiß drauf, ey. Ist mir jetzt ehrlich gesagt ganz egal. Aber ich weiß gerade. Ich meine, das ist echt komisch. Wieso soll man sich nicht hier ein Secret tun? Ich weiß ganz genau, dass da nur ein Secret ist. Oder irre ich mich da doch? Ach nee, da ging's weiter. Okay. Geirrt. Was ist das denn hier auch so scheiße dunkel? Mal ganz ehrlich. Ich hab keinen Plan, ey. Wenn ich jetzt hier eine Fackel anmache, vor allem ist das ja auch so dumm, dann, ne? Dann hält Lara sich ja nicht fest, wenn die jetzt ausgeht dann gleich, die Fackel, und sie sich dann, wenn ich dann loslassen muss und dann wieder festhalten muss, ne? Dann will sie das ja nicht und deswegen... Oder... Warte mal. Hier weiter nach links kann ich ja auch nicht, oder muss ich hier mich wirklich... Ja, okay. Kann ich mich hier reinziehen? Oh ja, Tatsache. Ah, okay, hier ist das Secret. Bitte lass mich hier Fackeln finden, bitte. Okay, Medipack ist auch nett, nehme ich auch. Bitte auch Fackeln, bitte auch Fackeln, bitte auch Fackeln. Was ist denn das hier? Armbrustpfeile? Ja, Armbrustpfeile, total. Total stylische Armbrustpfeile. Ja, mal ganz ehrlich, das ist doch zum... Oh, ich weiß ja auch echt nicht, wie ich mich da festhalten soll und sowas alles. Ach, wisst ihr was, ich speichere jetzt hier nochmal, ey. Okay, Leute, vielleicht bin ich auch gerade falsch. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen falsch. Ja, anscheinend war ich tatsächlich falsch. Warte mal. Machen wir das Ganze nochmal. Jetzt haben wir uns wenigstens das Secret geholt. Das ist ja auch schon mal was Feines, gell? Und ist hier ein Loch im Boden? Ey, hier kann man ja rein. Wie geil. Aber warum? Ach, vielleicht sollte ich hier hintauchen? Ach nee, das ist für gleich. Falls man ins Wasser fällt, damit man wieder zurückkommt. Alles klar. Ja, seht ihr, habe ich das auch noch gleich entdeckt. Naja, interessant. Okay. Und da unten liegt die Muni. Ja, sage ich doch, Granaten. Dachte ich es mir doch. Dachte ich es mir doch. Braucht doch keine Granaten. Oha, Luft. Mal sehen. Fäckelchen, Fäckelchen. Entschuldige, wenn ich etwas wenig sage irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ist hier noch irgendwas? Irgendetwas? Nö, scheint nicht. Ihr könnt mich alle mal... Ach Mann, ich hasse die Zitadelle. Ich hasse sie wirklich. Ach, hier kann ich mich fallen lassen. Gucke mal. Schmeiß die Fackel weg. Schmeiß die Fackel weg. Ganz am Rand, ganz am Rand. La 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 la. Ganz am Rand. La, 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 la. Okay, kann man sehen. Hätte man drauf kommen können. Ich geb's ja zu, Leute. Ich geb's ja zu. Okay. Immer tiefer hinab. Schalalalalala.
Ach, Mann. Yay, Laras Beinchen sind im Wasser. Aber ey, so ein ökliges Ölwasser. Also ich würde ja auch nicht freiwillig unbedingt drin schwimmen gehen. Ich meine, Öl ist ja ganz gut für die Haut, aber wer weiß, was das hier für ein Öl ist. Oder vielleicht auch eher Benzin oder so. So, mal sehen, was hier ist. Natürlich nur ganz kurz kriechen und dann sofort wieder hier runterlassen. Ich bin so froh, wenn ich aus der Zitadelle wieder raus bin. Auch wenn es gerade erst angefangen hat, ich weiß. Na, wenigstens muss man sich hier nicht beeilen wie in Kleopatras Palast. Hier kommt kein Feuer. Wo muss ich denn hier hin? Hallo? Ach, da. Oh, hier liegt Muni. Sehe ich mal gerade so. Okay. Sonst noch was im Wasser? Ne, ich glaube nicht. Und selbst wenn, ist mir egal. Hoch mit dir. Ja, hier ist es mit den Schrägen. Hier werde ich nochmal abspeichern, aber die Zeit ist sowieso so gut wie rum. Deswegen sage ich jetzt hier schon Ciao, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis demnächst. Ciao.